meine Damen und Herren, und willkommen an Bord des Eagle Limited nach Chicago. Halten Sie Ihre Fahrkarten bereit und genießen Sie die Fahrt. Nächster Halt, Alton, Carlinville und Springfield. Das sind Alton, Carlinville und Springfield. Fahrkarten bitte, Fahrkarten. Guten Abend, sehr verehrtes Publikum. Genießen Sie ein paar geschmeidige Songs, die Gedanken und Ohren entspannen, während wir auf unser köstliches Abendessen warten. Hi. Ich war, glaube ich, schon ganz richtig gewesen. Also erstmal herzlich willkommen zurück. Ich war, glaube ich, schon ganz richtig gewesen, aber ich hätte wahrscheinlich die Audio-Files einfach mal ausspielen lassen sollen. Weil ich konnte mir halt Ewigkeiten keine andere Kombination vorstellen. Hab das einfach bloß jetzt mal ein bisschen langsamer versucht und hat geklappt. Entschuldigung, Fräulein, haben Sie eine Fahrkarte? Deine Fahrt war ziemlich düster. Hoffentlich musste sie nicht nochmal durchleben. Okay, das cool. Das war jetzt okay, das war jetzt einfacher, wie ich dachte. Okay, gucken, was haben wir denn? Die dritte Form, kehre in die Abteilung für die aktive Untersuchung zurück. Ich würde aber ganz gerne, wir haben ja noch einen zweiten Modi beim Spielautomaten. Ich weiß, was ich gesagt habe, dass ich das am Anfang machen möchte. Ich bin mir aber nicht sicher, wie viele Dings ich habe. Und ich habe Spaß bei den Trophäen nachgeguckt. Hartmann haben wir noch nicht komplett besiegt. Also kann auch sein, dass ich, wenn ich die dritte Form jetzt nachgehe, hier wollte ich ja nicht hin, dass... Ah, fuck, wo war denn jetzt der Automat gewesen? Untersuchungssektor, Arcade-Modus. Untersuchungssektor... Warum wird denn der mir hier nicht angezeigt? Untersuchungssektor? Also, nicht gelb angezeigt. Das war aber hier gewesen, oder? Büro, Warte, Versorgung. Transitbereich. War das manchmal... Oh. War das manchmal gar nicht hier? Sondern, warte mal. War das in dem normalen, Anführungsstrichen, Bereich? Mal gucken, Untersuchungssektor. Das wäre ihn außer... Ja, lol, scheiße, wo war denn jetzt der Arcade-Bereich gewesen? Lass mich mal kurz überlegen. Für Einsatz, war das beim Einsatzzentrum? Ich möchte bald sagen, das war beim Einsatzzentrum. Okay, ich wusste nicht, dass es mit dem Zug so schnell geht. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas hinterher oder so, oder dass wir irgendwas bekämpfen müssen. Das, ich würde nicht sagen, das fehlt mir ein bisschen, weil die Mission kriegen wir eigentlich gut rum. Aber ich... Irgendwie war es sonst immer gewesen, dass wir gegen irgendwas noch kämpfen mussten oder so. Das war jetzt hier gar nicht der Fall gewesen. Arcade-Modus. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig, wo ich hin wollte? Ne, hier hatten wir das Arcade-Ding nicht gehabt. Doch, da hatten wir es, da oben. Okay, oh, Schwein gehabt. Schein gehabt. Wir hatten ja noch ein anderes Spielmodi. Mal gucken, wir können ja da mal reinschnüffeln. Last Frist. Vielleicht ist das bloß die schwere Variante, das wäre ein bisschen ungeil. Das Problem ist bloß, wenn ich jetzt das andere nochmal machen würde, es dauert halt ewig, ne? Und ich weiß, ich glaube, das ist auch nicht so spannend.
Deswegen, mal gucken, was das ist. 50 Gegner zu besiegen, bevor die Zeit vorbei ist. Jeder besiegte, was? Oh lol. Runter da, an. Okay, 50 Sekunden bringt jeder Gegner. Aber zählt das auch für gewandelte Gegner? Muss mal gucken. Können wir gleich mal ausprobieren. Jo, zählt auch. Das geht auf jeden Fall wesentlich schneller. Ich muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen übelst ins Fadenkreuz gerate. Dass ich schnell genug Leute kille. Komm her. Oh nein. Nein. Ich bin in der Ecke gefangen. Oh fuck, wir kommen. Na. Oh, der Dicke, ne? Aber ich glaube, das kriegen wir schneller hin. Pass auf, das probiere ich gleich nochmal. Jo, schön. Ich soll ja bloß, oder ich muss, glaube ich, bloß ein Ding abschließen. Deswegen, die 50 Leutchens, die sollten wir eigentlich gekillt kriegen. Wäre halt schön, wenn ich irgendwie eine Kugel dazu bringen könnte, für mich zu kämpfen. Dann ist das eigentlich ein trockener Tücher, besonders wenn es schwerer wird. Aber den Dicken, den hatte ich jetzt leider. Ich habe es zwar gehört, dass da einer mit Granaten wirft, aber naja. Ach Leute, ich gehe da automatisch raus. Das ist ja ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal auch so war, aber da haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde in dem Spiel verbracht. Deswegen wäre halt schön, wenn ich gleich hintereinander weg die ganze Geschichte machen könnte. Alles meine Zeit. Ach, scheiße, wollte ich gar nicht. Wollte ich eigentlich auch nicht. Wollte eigentlich noch Mitstreiter haben. Wieder ein Dicker? Ja, klar ist das ein Dicker. Oh. 5 Sekunden? Der bringt gar nicht mal so viel. Komm, die Zeit geht. Boah. Jetzt weiß ich nicht, was besser ist. Also ich darf eigentlich gar keine wandeln, weil die bringen doch dann bloß 5 Sekunden, nicht 15 Sekunden. Ich probiere es noch einmal. Versprochen, wenn es dann nicht klappt, werde ich halt bei der anderen Mission weitermachen. Ja, es ist ein bisschen schade. Hallo? Dankeschön.
Ich dachte wirklich, das wird schneller gehen, weil wie schnell sind hier bei dem Spiel schon 50 Leute rum? Gut, gib mir noch eine Chance, wenn nicht, dann... Bringt alles nur 5 Sekunden, okay? Hallo, wo sind denn hier mal Leute? Fängt ja schon richtig geil an. So, dann kannst du mir gleich mal helfen. Das bringt ja alles nur 5 Sekunden. Ja, und wenn die sich nicht hier Ewigkeiten verstecken würden, wäre das mal schön. Ganz geil. Alter, wo sind die denn? Hier ist keiner. Blöder Penner. Ja, lol, schaff. Wo sind die Leute, Mann? Jo, toll. Weil der eine hier. Okay, das ist ein bisschen kacke. Also, wenn das Spiel nicht ordentlich... oder genug Leute spawnt, ist halt doof. Gut, dann gehen wir mal der anderen Geschichte nach. Ist ein bisschen frustrierend. Ich dachte, das würde wirklich schneller gehen. Aber vielleicht ist der andere Modus eher was für mich, auch wenn es länger dauert. Aber damit möchte ich euch eigentlich nicht... ja, wie soll ich sagen, Ewigkeiten aufhalten. Weil es ist halt immer nur dasselbe. So, lass mal kurz gucken, wo das war. Die dritte Form. Kehre in die Abteilung für aktive Untersuchung zurück. Ach, da bin ich ja gerade. Ach, noch toll. Und nu? Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dem Fahrstuhl was machen muss. Weil Hartmann endgültig besiegt haben wir noch nicht. Das wird natürlich auch Rotze werden. Erzählt er mir wieder was? Also ich weiß nicht, ob ich mit den Typen sprechen muss. Hartmann kam gerade hier vorbei. Gott, ist der abscheulich. Hat die Sicherheitstür zum AWE von Bright Falls aufgerissen. Der war so hässlich. Wow. Ich habe ihn deutlich gesehen. Und Himmel. Er sieht nicht aus wie früher. Das Zischen hat ihm übel mitgespielt. Mach Sachen, aber jetzt kommen wir wenigstens in den Bereich rein. Dunkelheit verbirgt die Vergangenheit, damit ich mich verlaufe. Ich vertraue diesen Buchseiten. Ich schrieb sie nicht grundlos. Schnitt durch die Realität. Zerreißen. Neu schreiben. Das Geheimnis verlockt. Okay, Meister. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Wir sind noch nicht genau dahin, wo ich hin will, aber... wir kommen jetzt auf jeden Fall in den letzten Bereich. Kann sein, Finn Hartmann im Bereich, kann sein, dass wir ihn jetzt zu Fall bringen müssen oder jetzt ihn wirklich besiegen müssen. Das Ding ist, ich habe auch in den Dings was mit verfluchten Automaten gelesen. Also ich habe das Gefühl, erstmal, ich brauche... wow. Nee. Ich habe das Gefühl... ich muss noch irgendwie was machen. Also irgendeinen verfluchten Automaten finden. Zumindest habe ich das bei den Trophäen gesehen. Da kann man eigentlich... also bei Control ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da mal ab und zu reinguckt, damit man keine Mission und sowas übersieht. Aber das kann meiner Meinung nach recht schnell mal passieren. Warte, kann ich hier noch irgendwas wegbrutzeln? Ich meine, die Dings kommen ja hier nicht umsonst. Das ist aber nicht Hartmann. Ach so. Toll.
will den bloß bei mir haben, weil ich da ein bisschen mehr Licht habe. Okay, hier. Okay, hier komme ich nicht weiter. Oder war das jetzt bloß, weil der Zug angehalten hat? Kann er mal gucken. Und falls weiter nach... Nee. Hä? Okay, warte. Mein Fehler. Oder ich habe den Gang da halt einfach nicht gefunden. Oh nein, wir sind ja nach unten. Okay, hab nicht gesagt. Ich hätte die Lampe mitnehmen müssen, wa? Okay, vielleicht doch nicht. Ich hoffe, meine bisherigen Informationen. Natürlich. Ich habe wieder vergessen. Ich hatte doch einen Plan. Wieder vergessen. Weird. Was auch mal immer wieder. Mit Wake los ist, er braucht eindeutig Hilfe. Ach nee. Obwohl ich mir trotzdem immer noch sehr gut vorstellen kann, dass das eher bloß so ein Teaser ist, dass doch vielleicht ein zweiter Teil kommt. Ich habe halt Alan Wake nie gespielt und ich weiß nicht, ob die Story abgeschlossen ist oder nicht. Oder ob das Möglichkeiten für eine Fortsetzung gibt. Wäre halt aber von Dings sehr, sehr cool gemacht. Okay, da komme ich so einfach nicht rein, oder? Wäre von Remedy aber sehr cool gemacht, wenn sie das über ein anderes Spiel, anteasern würden. Warte mal, lass mal gucken. Vielleicht die Dunkelheit hier entfernen. Ist doch jetzt weg, oder? Ja. Ach so. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, dass der schon läuft. Ich dachte, der geht jetzt erst an. Habe ich jetzt da irgendwas genommen? Wahnsinn. Wake musste fliehen, seine Flucht aufschreiben. Wake brauchte einen Helden. Ein Held braucht eine Krise. Für die Geschichte über die Regierungsbehörde brauchte Wake etwas Besonderes. Eine außerirdische Kraft, die menschliche Intelligenz nachahmte. Macht für mich so wie so vieles null Sinn in dem Spiel. Also, weiß nicht. Aber wie gesagt, ich kenne Alan Wake noch nicht. Machen wir sofort. Und Brightfords Avenue, okay. Möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich möchte das gerne selber rausfinden. Wie der von Ordinary. Direktorin Faden hier. Senden Sie einen Ranger zu diesem Standort. Ja, lol. Verstärkung ist da! Yeah! Ich sehe trotzdem nichts.
Ja. Hey, ja, toll, die Verstärkung kann ich echt gut gebrauchen. Oder er kann vielleicht ablenken? Sagen rein damit, ey. Nicht abhören! Ja, ja, keine Sorge, mein Freund. Mir aber jetzt hier bloß nicht so sicher, ob das zureicht. Ja, toll, eine Fallakte. Scheiße, ich dachte, ich könnte da wieder irgendwas aktivieren mit. Den Dings kann ich aber nicht mitnehmen, ne? Ich muss hier wieder suchen. Oh, ich glaube, ich habe 80% aller Unterlagen in dem DLC gefunden. Das hat nämlich im letzten DLC, ne, ich will nicht sagen gefehlt, aber im Hauptspiel war es... Achso, hier ist er ja. War es halt eben auch nicht so gewesen. Typ. Dass man Unterlagen sammeln musste, Gott sei Dank. Gott sei Dank, kann ich schon mal sagen. Oh. Weil das wäre viel zu viel gewesen. Hier finde ich es okay. Und man muss nicht mal 100%, man muss nur 80%. Warte mal, mein Freund. Liegt hier noch einer rum? Das ist nur einer, du Plinz. Es war noch nicht alles. Einer muss noch fehlen. Ich hoffe einfach mal, er ist abgelenkt genug, dass ich mich hier ein bisschen umschauen kann. Lol, wollte ich jetzt auch nicht. Ach Mann. Irgendwo muss noch einer sein. Es ist halt komisch, dass er ihn nicht angreift. Ich habe ja das Gefühl. Okay, hab nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, dass er sich auf unser Kumpel konzentriert. Aber er tut ihm halt null. Also auch wenn ich jetzt hier unterwegs bin, aber. Oh Gott, fehlt noch. Oder hat er mich einfach bloß nicht gesehen bisher. Und ich habe Glück gehabt. Das da hinten. Ich dachte, hier wäre eine Station. Ah! Ach, leck mich. Wow, fuck. Aber ich wollte gerade... Oh Gott. Ich wollte sagen, das wird nicht so einfach werden. Ich muss jetzt ja an ihn ran, weil ich brauche hier. Ah, fuck. Ich würde das trotzdem gerne weiter von oben machen. Okay, vier vom Häuschen vielleicht nicht. Okay, Glück gehabt. Mann! Das ist ja mal was im Wege sein muss. Nein. Warte. Shit. Mit deinem alten knochigen Arsch. Ich habe irgendwas mit Eier verstanden. Komm schon. Lass doch kaum noch was dran. Ernsthaft so kurz vorm Sieg? Scheiße, komm. Nein! Mann, lernt auf! Oh. Alter, dieses. Das war so müde davor. Ich meine, ich weiß nicht, ob das so programmiert ist, dass das immer so ist, dass die dann erst so späte kommen.
Fuck. Fuck. Kriegen wir aber noch hin. Aber es muss auf jeden Fall noch irgendeine andere größere Mission geben mit irgendeinem komischen Automaten. Ich glaube nicht, dass das der Spielautomat ist. Das würde nämlich sonst nicht so wirklich viel Sinn machen. Okay. Direktorin Faden hier. Ich brauche einen Ranger an meinem Stand. Platz für die Direktorin! Oh, doch, ich wollte gerade sagen. Ja, dann mach auch mal was, Typ. Deckungsfeuer! Scheiße. Oh, dass jedes Mal irgendwas im Weg sein muss. Wo ist denn er jetzt hin? Okay, noch kriegt er es ab. Da, Alter, dieses Ding in der Mitte, das geht mir auf den Sack. Okay, wir werden es gleich erleben. Okay, das ist also normal. Oh, fuck. Moment. Kann ich den nicht? Oh ja, mein... Ach, scheiße. Das lädt ja nicht auf, wenn ich nicht im Helm bin. Shit. Genug Energie, ja, Gott sei Dank. So, jetzt habe ich sogar noch mehr Mitstreiter. Das müsste jetzt doch funktionieren. Ich meine, so hart ist der nicht. Shit. Boah, dieses Kackding hier in der Mitte, dass das jedes Mal im Video rumstehen muss. Ja, jetzt brauchst du... Oh nein! Warte, ich muss erstmal komplett aufladen. Zählt das als Licht? Okay, welches hat er noch rausgehauen? Das da hinten. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich meine, ich muss die Dings rechtzeitig bloß, glaube ich, runterkriegen. Bin mir nicht ganz so sicher, aber... Komm schon. Ja, eben, komm schon. Ciao, Hartmann. Hartmann macht keinen Ärger mehr, Langston. Aber der Untersuchungssektor braucht einen Leiter. Interesse? Ich habe gesehen, was mit Sektorleitern passiert. Nein, danke. Ma'am, ich empfange hier etwas auf meiner Konsole. Eine AWE-Warnung aus Bright Falls, Washington. Könnte eine Fehlmeldung sein. Falsches Datum, einige Jahre voraus. Und wir sind ja in Quarantäne, da sollten keine Signale reinkommen. Vielleicht war es vor der Quarantäne schon aktiv. Gibt es Agenten vor Ort? Mal sehen.
Agentin Esteves ist die Verantwortliche, die sich um die Überwachung kümmert. Sie sollte diejenige sein, die uns sagt, ob sich die Situation verändert hat. Dinge sind in Bewegung. Ist die Warnung echt, gibt es auch einen Grund dafür. Die Wirkung muss der Ursache folgen. Es passiert schon wieder. Eine Rückkehr. Ihr wurdet gewarnt. Hi, da bin ich wieder zurück, würde ich jetzt fast mal behaupten, und nicht wundern, warum es so einen komischen Übergang gab zu Schüm, denn an sich war die Folge schon zu Ende, beziehungsweise wir haben die Hauptmission durchgemacht mit Hartman und so, und da kommt halt nichts großartig weiter. Ich war doch der Meinung, weil ich in den Trophäen irgendwas von einem Automaten 80% der Begegnungen Schaden zufügen. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, es ist aber keine extra Mission. Und ich hatte am Ende irgendwas gesagt von wegen, ja, wir werden jetzt mal Schüm eine Runde durchspielen und dann noch das zweite Ding, was man auf den Automaten spielen kann, was eigentlich ein bisschen schneller gehen sollte. Ist aber dem nichts draus geworden. Ich habe das jetzt bloß mit reingeschnitten, weil das jetzt nicht allzu lang sein wird. Und weil ich angekündigt hatte, dann noch eine extra Folge zu machen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, das doch eher in Ruhe zu machen, weil es ist halt immer nur mehr oder weniger dasselbe, und ich habe da auch jetzt ein paar, obwohl das, was ich gerade durchgespielt habe, da habe ich bloß einen Anlauf komischerweise gebraucht. Ich habe aber ein paar Mal bei diesem First Strike oder First Try oder so das versucht, hat nicht funktioniert, weil dann wieder die Gegner nicht rechtzeitig gespawnt sind. Das ist halt da, wo du bloß mal 5 Sekunden pro Gegner dazu kriegst und das in der Zeit schaffen musst. Nun bin ich aber ein bisschen verwundert. Ich habe mir jetzt leider nicht durchgelesen, weil ich mir in der Zeit was zu trinken geholt habe. Ich habe vorher Facecam und alles gar nicht angehabt zum Aufnehmen. Habe das also in Ruhe für mich gespielt und ich habe jetzt leider nicht gesehen, was hier war. Ah, okay, hier können wir Speicherlabyrinth, keine Ahnung, was das nochmal war. Aber okay, gut, bei hier können wir nochmal die Endbosse spielen. Oder die Gegner spielen, die wir so in der Zeit gehabt haben. Ist eigentlich auch ein ganz cooles Feature. Und brauchen wir, glaube ich, nicht reingehen. Habe ich während des Let's Plays alles schon erledigt gehabt. Ich habe jetzt auch alle Missionen soweit gemacht, die es hier im zweiten DLC gab. Für mich kann ich da bloß sagen, also erstmal, es hat wieder Spaß gemacht, das zu spielen. Es hat mich auch gefreut, dass sie nochmal ein DLC rausgehauen haben. Und halt kostenlos. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das kostenlos kriege, weil ich damals vorbestellt habe. Ich glaube aber eher nicht. Das gibt es, glaube ich, so kostenlos dazu. Finde ich auf jeden Fall von Remedy super. Was für mich halt bloß ein bisschen schade war, ich habe jetzt zu Alan Wake keine, habe ich schon ein paar Mal gesagt, keine Bezugspunkte, weil ich es nie gespielt habe, und kann ja sein, dass dieser Hartman halt aus dem Alan Wake-Spiel ist. Ich werde das dann rausfinden, wenn ich es irgendwann mal spiele. Wird auf jeden Fall auch noch kommen. Ich denke mal, ich werde es auch als Let's Play machen. Aber ja gut, das war so mit das Einzige, was ich, außer dass es natürlich wieder ein bisschen teilweise nervig war, was bei dem Spiel ganz gerne mal, ja, der Fall ist, wenn es halt nicht so läuft, wie es laufen soll, ne, für einen selber. Finde ich aber schön, dass man hier jetzt die Gegner, vielleicht ist das auch über Community-Wunsch oder sowas gekommen, dass man die gegen die halt so gesehen nochmal zocken kann. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch soweit Spaß mit dem Spielchen hier, die ist hier halt nicht allzu lange. Ich bin aber, ich will nicht sagen der festen Überzeugung, aber ich habe so eine Ahnung, dass es vielleicht doch dann einfach schon mal ein Teaser sein soll, dass es vielleicht einen zweiten Alan Wake Teil geben soll. Wie gesagt, ich kenne die Story da nicht und ich weiß nicht, ob die so gesehen abgeschlossen ist. Aber es ist halt auch was Schönes, dass sie das miteinander verbinden, gerade für die, die Alan Wake gespielt haben und da vielleicht auch Fan von sind, ne? Und auch das Spiel eh schon haben, also Control. Ja, ansonsten sehr, sehr nice Spiel.
Man kann ziemlich viel machen. Manches ist ein bisschen verwirrend, gerade an den Rätseln her bei den DLCs. Beim Originalteil ging es eigentlich. Hat echt Spaß gemacht und ich bin gespannt, was Remedy noch so raushauen wird. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Let's Play, auch wenn sich das jetzt insgesamt dann, glaube ich, über ein Jahr gestreckt hat, ne? Aber hey, DLCs wollte ich halt auch noch mitnehmen. Fast 50 Folgen. Kann sich sehen lassen. Alles klar. Außerdem, ich hoffe, dass es das mit der Synchro bei den nächsten Teilen vielleicht besser machen. Ich weiß nicht, wie, ob. Ich habe jetzt, glaube ich, von Remedy nur später großartig gespielt, aber es war halt schon bezeichnend. In der englischen Version, in der OV-Version ist es natürlich nicht so, aber in der deutschen war halt ein bisschen. Man hat es, glaube ich, gesehen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, der Fürstenruhe-Spot wird jetzt wieder frei für irgendwann mal wieder ein Zusatzgamechen. Ansonsten immer 16:30 Action, Adventure, sowas und 19 Uhr halt Horror, wie immer. Alles klar. Nochmal vielen Dank und ja, wir sehen uns dann. Ciao, ciao.